das ist jetzt unser zweites Gespräch, Hans, weil das erste Video wäre sonst zu groß geworden. Na ja, klar, ja, ja. Wir haben jetzt sozusagen das spannende Thema, ja, wie erschaffen wir uns die Welt, in der wir leben? Wie nehmen wir sie wahr? Wo ist die Beschränktheit? Wo kommen wir an gewisse Grenzen? Aber wie können wir diese Grenzen stetig erweitern? Das soll mal der Themenraum sein und mal sehen, wo wir uns hinbewegen. Ja, die Welt ist natürlich groß. Die Welt ist riesig, ja. Und die Frage, ob wir sie überhaupt erschaffen können, das ist ja gar nicht der Fall. Aber alltagssprachlich verstanden machen wir uns ja Vorstellungen von der Welt. Und in der Tat eben auch strukturierte Vorstellungen. Das ist mein Punkt, ja, dass man eigentlich versuchen können muss, das von einer etwas höheren Warte aus zu sehen. Ja. Nämlich wie wir sozusagen unsere Strukturen oder Konstrukte oder wie immer Modelle bauen, die wir benutzen, sozusagen um etwa unsere theoretischen Erkenntnisse an der Welt zu testen. Ja. Und so. Und das ist also, man kann also als Mensch, und das unterscheidet uns ja von allen anderen. Da kommen wir zum Bewusstsein wieder. Nicht? Ja, dass wir sozusagen auf höhere Stufen der Deutung, der Interpretation, wie ich sage, nämlich können, der Aktivierung von Schemata aufsteigen können. Das nennt man dann Metasprache oder Metamodelle oder Metatheorie. Ja. Nicht? Das, ja, das sind verschiedene Gesichtspunkte, die aber im Grunde die eine Idee haben, dass der Mensch sozusagen abstrakter und höherstufig denken kann. Nicht? Und er hat da die Möglichkeit, das zu hinterfragen, was er eben vorgestellt hat. Und wiederum die Vorstellungen und so weiter und kann seine Interpretationen, wie ich sage, immer wieder interpretieren von höherer Warte aus. Mhm. Und das steigt auf. Das hat übrigens, ja, Aristoteles auch schon gesehen. Und dass man da nicht an ein Ende kommt, sozusagen natürlicherweise, sondern irgendwo Schluss machen muss, das ist auch bekannt. Nicht? Und, mhm. Aber es ist wichtig, das zu wissen, dass wir eigentlich immer gleich mal mit Modellkonstrukten arbeiten, sowohl beim Erkennen, Denken und auch beim Handeln. Ja. Und das ist also eine Art Brücke allgemein, wenn auch auf sehr abstrakter Ebene, dass man eine Ansatzweise hat, dass man mit höherstufigen Strukturen sozusagen Handlungen und Erkenntnisse, Wahrnehmungen und Strukturen zusammenbringen kann irgendwie. Mhm. Und dass es da also sozusagen Möglichkeiten gibt, nun das methodologisch zu hinterfragen. Nicht? Deswegen spreche ich von einem methodologischen Interpretationismus, und das ist also vielfach missverstanden worden. Ich habe das dann auf das Schema interpretieren bezogen, nicht? Um nicht mit dem Text interpretieren. Ja. Allein sozusagen, ja, verwechselt, ja, werden zu können. Dass du schon in der Metaebene quasi die Deutung einbringst. Und das macht natürlich auch das neurologische System, das wir sozusagen haben, dass immer also gewisse Übereinstimmungen sozusagen strukturell hergestellt werden. Mhm. Insbesondere zum Beispiel die Neurowissenschaft seit Singer und Crick und anderen, nicht? Und Christoph Koch, und die versuchen sozusagen die Aktivierungen sozusagen von Neuronen, Schwingungen, nicht? Die berühmte 40-Hertz-Schwingung, die dann eine Rolle spielt, nun sozusagen zu verstehen, wo dann also gewisse Konstanzen dieser Art von Begriffsbildungen dargestellt werden durch eine Art Zusammenwirken dieser Neuronenschwingungen, etwa von 40 Hertz, nicht? Und so etwas. Und das ist, glaube ich, also ein ganz entscheidender Schritt gewesen der Neurowissenschaft, die man sozusagen auch für die Philosophie und für die Methodologie, also die Methode des philosophischen Nachdenkens und Nachfragens, des Begriffebildens ausnutzen kann. Und das habe ich also in meinen theoretischen Schriften versucht anzustoßen. Natürlich ist das alles noch nicht sehr
gediehen, nicht? Und, ins Einzelne. Das Lebenswerk. Ist ja ein unendliches Thema, aber es ist natürlich ein sehr spannendes, wenn auch ist ein abstrakte führendes Thema. Und das gilt natürlich nicht nur für unsere, sagen wir mal, Erkenntnis von theoretischen Vorstellungen, sondern es gilt natürlich auch für theoretische Wissenschaften, also zum Beispiel für die berühmte Astrophysik, die heutzutage in aller Munde ist, nicht? Das gilt für das Modell von schwarzen Löchern, wo man jetzt zum ersten Mal sozusagen in Bildkonstruktion ein schwarzes Loch hat darstellen können oder sehen können, nicht? Und das ist alles sehr kompliziert und aber sehr spannend, finde ich. Und vor allen Dingen zeigt es, dass der Mensch ja in einer unglaublich komplexen und riesigen Welt lebt, die von der er sich nur sozusagen Modelle machen kann, die eigentlich die Alltagsvorstellung total transzendieren, total übersteigen. Das kann man sich nicht vorstellen, dass unter unserer Milchstraße allein Milliarden von Galaxien hat, nicht? Und dass das Weltall 13,8 Milliarden Jahre alt ist, nicht? Und dass so etwas wie eine Art Urknall da stattgefunden haben soll, nicht? Und muss. Der alles dann plötzlich erschaffen hat. Ja. Wobei die Frage ist natürlich schon, die auch Newton schon gequält hat, in welcher Zeit wird dann die Zeit eben erschaffen, nicht? Ist das eine Metazeit oder so? Nicht? Und das ist natürlich bei den schwarzen. Die Griechen unterscheiden ja noch Chronos und Kairos, also zwei unterschiedliche Zeittypen. Ja, Zeittypen gibt es ja mehrere, nicht? Verlaufszeiten und Dauerzeiten also und so weiter. Messbare Zeiten, die anhand von physikalischen Mechanismen oder Schwingungen, nicht? Und Atomschwingungen oder was immer, dann heutzutage sehr präzise gemessen werden. Nicht? Und davon ist natürlich auch die Möglichkeit überhaupt der Orientierung sozusagen im Raum, im Weltraum möglich oder die Steuerung von Satelliten, so etwas. Ja, viele Dinge. Jetzt gibt es ja sozusagen eine Möglichkeit, sich die Welt zu erschließen über das logische Nachdenken, was du schon mehr oder weniger jetzt angedeutet hast, dass man sich also über die Mathematik beispielsweise, andere Naturwissenschaften genauso, über logisches Nachdenken sich dem immer nähert und sich einem Thema erschließt. Aber es gibt auch noch die Seite, wo man eher vom Gefühl her kommt, vom Herzen her kommt, wo man einfach eine Beziehung aufbaut. Zum Beispiel bei Pflanzen ist es durchaus so, dass man das Wesen einer Pflanze versucht, auf einer Beziehungsebene zu lösen, was noch gar nicht rational ist. Wie bringt man die zwei Dinge zusammen? Weil beides ist ein Erkenntnisgewinn. Naja, ich würde das nicht ganz so gegensätzlich sehen. Rational und logisch erschließen wir uns die Welt allein nicht, das ist klar. Aber ich meine, das logische Erschließen führt uns auch nicht zur Welt. Mathematik ist eine Geisteswissenschaft, eine reine Geisteswissenschaft, Logik auch. Ja. Die besagen etwas sozusagen über unsere sprachlichen Instrumente und deren Verzwickung sozusagen oder interne Komplexität und so, aber nicht sozusagen über die Außenwelt selber. Wir benutzen sie und müssen sie benutzen, wenn wir präzise operieren wollen. Nicht? Mhm. Aber das schematische Operieren ist, dass Logik zugrunde liegt, ist eigentlich sozusagen eine Art von instrumenteller Handhabung, die nichts über die Welt direkt aussagt. Und dazu brauchen wir natürlich Vorstellungen, Theorien oder was immer. Und auch insbesondere, wenn es über komplexe und dynamische Systeme geht, dann wird das noch viel schwieriger. Und tatsächlich, dann kommt natürlich auch die emotionale oder was immer Steuerung nun unseres neurologischen Systems, wenn man so will, ins Spiel. Nicht? Und da braucht man natürlich nicht nur Darstellungen sozusagen logischer Zusammenhänge, sondern auch Antriebe und Motive und Gründe und vernünftige Überlegungen oder Vernunftideen, wie es früher hieß, nicht? Und ähnliches. Nicht? Das ist also insgesamt sozusagen auch dann wiederum ein insgesamt von Begriffsbildungen, die
selbst sozusagen halt theoretisch gefasst werden können, zum Teil, nicht? Aber nicht nur. Ja. Nicht? Und das ist also ein sehr interessantes Gebiet, glaube ich, das nicht nur sozusagen in der Umweltwissenschaft und Ernährung sozusagen in der Biologie und eine Rolle spielt, sondern bis hin, also meinetwegen auch zur Astrophysik letztlich. Mhm, ne? Und da haben ja auch manche etwas eigentümlichen Physiker dann das Tau nicht entdecken wollen, der ja. Physik und ähnliches nicht. Und das ist natürlich alles ein bisschen fragwürdig, aber eine Grundidee ist dabei, dass nicht nur sozusagen das rationale Modellieren aller theoretischer Physik eine Rolle spielt, sondern dass die Welt viel komplexer ist und in dynamischen Zusammenhängen auch interdisziplinär und transdisziplinär und eben auf höherer Stufe unter Umständen gedeutet werden muss. Und das ist meiner Ansicht nach also eine Möglichkeit, die Brücken zu schlagen zwischen Modellbildungen, die zum Teil ja eher geisteswissenschaftlicher Art sind oder mathematischer. Mhm. Mathematik ist ja eine Geisteswissenschaft, eine reine, vielleicht sogar die reinste Geisteswissenschaft. Ja. Und zumindest eben auch anderen sozusagen experimentellen Wissenschaften, die natürlich auch eine große Rolle dort spielen. Ja. Ja. Und das, aber natürlich kommt das auch natürlich schnell an Grenzen. Und in der Astrophysik zum Beispiel haben wir ja kaum die Möglichkeit, nicht da nun in Milliarden von Lichtjahren Entfernung irgendwas experimentell zu machen. Da sind wir wieder sozusagen beim rein Erkennen möglichen oder Anwendung von konstruierten Modellen, die aber im Gesamtzusammenhang der Zusammenspiele, Übertragungen von Lichtstrahlen und so weiter, nicht, und bis hin zu Ellipsen, Lichtellipsen oder was immer und verschiedenen Operationen nicht dann eine Rolle spielen und dann zu einem Art umfassenden Weltbild dann kommen könnten. Wir sind Tau auf dem Wege da. Ne? Erwähnt. Und dieses männliche-weibliche Prinzip, Yin-Yang, das herrscht ja vor. Und wenn man jetzt einfach mal ganz platt sagt, okay, das männliche Prinzip ist eher das logische Denken, genau aus der Mathematik kommen, und das weibliche Prinzip eher das Intuitive, eher auf Beziehungsebene zu arbeiten, dann kann man damit ja auch schon mal diese zwei Prinzipien sozusagen sehen. Und wenn man sich dieses Yin-Yang-Zeichen anschaut, dann ist es ja eins, also das geht ineinander über. Naja, das ist ja auch die Weisheit dabei, ne? Ja. Finde ich, denn das so gegeneinander zu stellen, das ist eigentlich unsinnig letztlich. Ja. Ne? Das sind Perspektiven, die man wählt. Und die natürlich dann eher mehr zum einen Pol oder mehr zum anderen Pol dann neigen, aber die sozusagen Erfassung der Wirklichkeit, auch ein Buchtitel von mir, Grasping Reality, ja. Ne, ist natürlich viel komplizierter in dem Zusammenhang. Nicht? Und, braucht beides. Natürlich. Aber gehen wir gerade nicht in der Erkenntnistheorie, in der Wissenschaft, in der Ausbildung, gerade in den anderen Weg, dass wir sozusagen mehr oder weniger spalten. Ja, leider. Leider. Und ich meine, diese Höherstufung der Modellbildungen und dieser Schema-Interpretationen, wie ich das genannt habe, die lässt eine Möglichkeit, zwar abstrakt, aber diese Gegensätzlichkeit schon wieder zu überbrücken. Nicht? Und das sozusagen auch beide Seiten sozusagen, die da mitspielen oder verschiedene Seiten anzuerkennen. Nicht? Und auch zum Beispiel die Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte oder der Erkenntnispsychologie oder nicht der sozialen, was immer, Grundlagen der Konzept- oder Begriffsbildung bis hin zu den sprachlichen Grundlagen. Mhm. Die Sprachen sind ja auch sozusagen da wichtig, nicht? Und nicht nur die Mathematik oder die mathematische Sprache ist ja auch eine Art von Sprache, sondern natürlich auch deren Interpretation, der Deutung. Nicht? Die reinen mathematischen Kalküle allein besorgen nichts über die Wirklichkeit, nicht? Mhm. Sondern die müssen gedeutet werden. Die müssen auch an Punkten immer mit der Wirklichkeit, der sogenannten Wirklichkeit, in Kontrast gebracht werden oder sozusagen
zum Test gebracht werden. Ja. Und das ist diese traditionelle Idee des Testens an der Wirklichkeit, des Falsifizieren, des Falsifikation provozieren wollens. Mhm. Und die also in der Erkenntnistheorie heutzutage eine große Rolle spielt. Klimbot? Jetzt hast du einen wichtigen Punkt erwähnt, und zwar, dass Sprache sozusagen ein ganz wichtiges Medium ist, um sich dann auch anzunähern, überhaupt das ausdrücken zu können. Jetzt laufen wir mit dieser Gendersprache ja in eine Richtung, wo wir uns ärmer machen, als wir je zuvor waren. Also der Versuch, Menschen gleich zu machen, Menschen ins Boot zu holen, was auch immer der Grund dahinter lag, wird es in eine Richtung geführt, wo wir nur ärmer werden? Also wo ist da die Logik dahinter? Oder wie siehst du es? Ja, ich finde diese Sprachwissenschaft und die Sprachphilosophie in den letzten Jahrzehnten eigentlich doch recht missglückt. Auch die traditionelle Chomsky-Idee, dass es eine Grundlagen-Transformationsgrammatik für alle Sprachen gibt. Ja. Das hat ja Daniel Everett in einem Buch über die Piranha-Indianer im Amazonas, also auch fantastisch widerlegt im Grunde, die also weder Orts- noch Zeitbegriffe sozusagen haben in unserem Sinne, sondern sozusagen auch sich anhand ihrer Alltagshandlungswelt jagen, nicht, und Fisch fangen und so etwas, nicht, in ganz anderen grammatischen Strukturen bewegen, als so das in den üblichen Zivilisations- oder westlichen Sprachen der Fall ist. Nicht? Das ist ein sehr aufregendes Buch, finde ich. Also, das glücklichste Volk heißt das, die offizielle Darstellung. Aber da gibt es natürlich auch die wissenschaftliche Variante, wo er sich mit der Tradition der Sprachdiskussionen auseinandersetzt. Und das ist sehr spannend, also finde ich. Und das zeigt, dass wir, die Menschen sozusagen viel flexibler sind, als so die normalen Sprachwissenschaftler sich das traditionell vorgestellt haben. Ne? Und auch die Erfindung sozusagen von sprachlichen Instrumenten oder Methoden, es sind also sehr spannend auch in der Geschichte gewesen. Ich denke also etwa an die Entwicklung des Alphabets durch die Deutung der ägyptischen Hieroglyphen durch ein englisches Archäologenpaar, die in Sinai sozusagen Dinge fanden, wo sie das nicht mit Hieroglyphen deuten konnten und dann schließlich herausfanden, dass Gastarbeiter aus Kanaan das reingebracht haben. Die Hieroglyphen sozusagen nutzten, um Laute zu benennen. Ach. Und die Lautsprache sozusagen buchstabenweise erfunden haben. Und dadurch kam schließlich letztlich das Alphabet zustande. Mhm. Eine sehr spannende Geschichte, die also dargestellt wird, also durch eine Archäologin namens Orly Goldwasser. Mhm. Und ist also im Internet auch vorhanden und ähnliche andere Arbeiten dazu, die sehr spannend zeigen, wie das angeblich phönizische Alphabet bei den Kanaaniten schon zustande kam. Die Gastarbeiter, die Hieroglyphen nicht richtig deuten konnten und wo dann so ein Hieroglyphenzeichen wie ein Haus oder ein sich dann so eigen gemacht haben, dann als Darstellung von zum Beispiel von A. Ja. A ist ein Ochsenkopf, nicht? Oder, ja. oder und sich daraus dann entwickelt hat. Unser klassisches hat sich das Alphabet offenbar entwickelt, nicht? Und das, fantastisch. Und das wurde von den Phöniziern übernommen und diese galten ja lange als diejenigen, die dann auch den Griechen nun dieses Alphabet brachten. Ja. Und das war dann praktikabel und dadurch hat sich letztendlich überlebt. Also diese Sprachphilosophie ist da, glaube ich, ziemlich im Umbruch und das finde ich also außerordentlich spannend, was so die Historie angeht. Nicht? Ja. Das sind also so Puzzleteile, die, wenn man sie zusammengetragen hat und in sich sieht, eigentlich logisch ist. Ja, was heißt logisch? Also nee, logisch heißt, dass man sich dann lückenlos sozusagen folgerichtig bewegen kann und es eigentlich
klar erscheint. Und diese Nachvollziehbarkeit, also ich kann mich erinnern an Mathevorlesungen, wo dir zwar bewiesen wurde, immer der Satz wurde hingeschrieben oder das Lemmata oder was auch immer, und dann kam der Beweis. Und ja, damit kann man natürlich schön erklären, warum etwas so ist, wie es ist, warum der Satz stimmt. Nur diese Schwierigkeiten, was der Mathematiker, der dahinter stand, ob das jetzt ein Gauss war oder die Jahre, die er da getüftelt hat und dieses Scheitern, das geht ja alles verloren. Das sieht ja nach aus, als ob das jemand so, klar, so muss es sein, schreibt es hin und ihr müsst es als Studenten jetzt auch so hinkriegen. Also dieser Prozess des Werdens wird ja so abgekürzt in der Wissenschaft und so dargestellt, als ob das völlig normal wäre. Dadurch entsteht ja ein Leistungsdruck, wo manche vielleicht einfach anfangen, Dinge zu fälschen, ihre Ergebnisse lieber sich so hindeuten, wie sie es gern hätten. Also dieser offene Erkenntnisprozess, der auch seine Zeit braucht, der ist an der Stelle gehemmt. Also nicht nur bei der Sprache kommen wir irgendwo wieder zu so einem Punkt, wo die Leistungsgesellschaft vielleicht ins Negative geht, die falsche. Ja, das ist sozusagen die Ausuferung, die ja eingetreten sind und heutzutage natürlich schon vor längerer Zeit nicht, immer wieder vorschauen. Andererseits gibt es natürlich diese Rückgriffe auf die Antike, zum Beispiel die Ausmessungen der Pyramiden, wo ein Freund von mir, Friedrich Wilhelm Korff, nicht, also mit den Ägyptologen in Deutschland, die das nicht verstehen, im Zwist ist, der dann nachgewiesen hat, dass die nach einem bestimmten Pascalschen Dreieck und so etwas genau konstruiert sind und ähnliches. Und das ist also unglaublich, was die schon an Wissen hatten, wenn auch nicht sozusagen unter dem Begriff des griechischen Beweisens, nicht? Gar nicht kannten. Sondern sozusagen auch sozusagen irgendwie empirisch sozusagen zusammengetragen und ähnliches, nicht? Aber auch schon in der Astronomie verwendet wurde, nicht? Und also das ist dieses, die Deutungen sozusagen der Strukturen der ägyptischen Pyramiden mit Pascalschen Dreieck und verschiedenen anderen, auch natürlich goldener Schnitt und sowas spielt. Wobei das ja alles viel später kam. Also der Pascalsche Dreieck kam ja viel, viel später. Ja, ja, natürlich. Wenn man das Rad anschaut, ist ja auch das Rad als solches ist ja universell im Einsatz. Ja, darüber hinaus sind wir noch nie gekommen. Also ob Fahrrad oder Auto, die ganzen Fortbewegungsmittel sehen sich ja enorm ähnlich. Aber das Fahrrad oder das Rad gab es, glaube ich, bei den Indianern auch schon als Kinderspielzeug. Die hatten einen Ring, den sie halt vor sich... Aber der Anwendungszweck war da noch nicht klar. Ja, das ist richtig. Besonders in Mittel- und Südamerika gab es praktisch das überhaupt nicht, nicht? Und da ist also völlig unklar noch, wieso diese tonnenschweren, zig tonnenschweren Steine in Sacsayhuamán bei Cusco überhaupt bewegt werden konnten. Nicht? Und das ist unglaublich. Nicht? Also da fehlt ein Wissensbaustein. Ähnlich ist es natürlich bei den ägyptischen Pyramiden. Ja. Nicht? Also das ist schon unglaublich. Was also, aber heutzutage hat man ja sogar mit LiDAR-Technik und so die neue Maya-Pyramiden entdecken können in bewaldeten Gebieten, im Dschungel, nicht? Ja. Indem man sozusagen mit Lasertechnik, LiDAR-Verfahren, die Blätter sozusagen weglassen kann. Genau. Und dann die Grundstrukturen großer Pyramiden und großer Städte dann wiedergefunden hat. Nicht? Ja. Und das ist also unheimlich spannend, wie diese Anwendung der modernsten naturwissenschaftlich-technischen Methoden in den traditionellen antiken Wissenschaften oder Archäologien zu neuen Ergebnissen führt. Ne? Also einfach und platt gesprochen, wir sollten uns auch wieder der Wurzeln bewusst werden, was unsere Vorfahren, die so primitiv erscheinen mögen in der Literatur, alles geleistet haben. Weil primitiv sind die nur aus einer Warte, die eigentlich verkennt, was da geleistet wurde. Naja, das gilt bis hin zu der Eroberung der sogenannten Neuen Welt, nicht? Die schon 20.000 Jahre vorher, nicht? Genau. Die Menschen in Südchile nachweisen konnten, nicht? Ja. Und in Piauí, in Nordostbrasilien, nicht? Mit Felsmalereien, zwei französischen Archäologinnen mal
entdeckt hatten, aber nie ernst genommen wurden, vor allen Dingen von nordamerikanischen männlichen Wissenschaftlern. Nicht? Und, aber die haben recht. Nicht? Und das wird immer deutlicher. Nicht? Auch deutsche Forscher sind ja mittlerweile dabei. Nicht? Und das ist also schon unglaublich, was da geleistet wurde. Nicht? Zigtausend Jahre vor unserer Zeitrechnung und vor der Clovis-Kultur, die da angeblich ab 12.000 oder so etwas in den USA erst sozusagen über die Beringstraße dazu führte. Aber das ist alles offen. Ja. Da ist also durchaus größerer Spielraum sozusagen. Nicht nur in Vorheierdal, also mir drängt sich da Richtung nicht. Mir drängt sich so ein Zwischenfazit auf oder ein Endfazit, und weil hier wird es immer lauter, die Kinder kommen raus, was gut ist. Ich frage mich gerade, ob nicht das Wissen gestiegen ist als solches, sondern die Unvernunft. Sowohl als auch, würde ich sagen. Und das Wissen eigentlich nicht gerade so viel mehr wurde, aber die Unvernunft und die Ignoranz eigentlich, das ist, was wir uns zurzeit gerade unglaublich erschließen. Naja, aber Unvernunft gab es immer, nicht? Und Ignoranz gab es auch immer. Gab es auch immer, ja. Aber heutzutage wird das sozusagen oft als Ausrede benutzt, ne? Um sozusagen Wissen zu bekämpfen, nicht? Und insbesondere die Wissenschaft sozusagen. Wie kriegt man das als, weil das positive Fazit würde ich dir gerne überlassen, wie kriegt man diese Entwicklungen, die jetzt da sind, in dieser Spaltung, nicht mehr das Gesamte sehen, sondern wirklich sich auf dem Standpunkt beharren, absolut sich zuzumachen. Es gibt diese Echokammern, es gibt alles Mögliche, was derzeit als Worte da verwendet werden, durch die Digitalisierung auch beschleunigt wurde, in einer Art und Weise, wo das Miteinander nicht mehr stattfindet, sondern ich kann hinterm Rechner mich verstecken und kann da irgendwas lostreten. Ich kann Menschen psychisch fertig machen, nicht nur physisch, was man früher gemacht hat, sondern also wenn man das Ganze jetzt extrapoliert aus der Situation von heute, wird man ja zu dem Schluss kommen, Mensch ist fertig. Aber das ist ja höchstwahrscheinlich nur eine Momentaufnahme, in dem man etwas extrapoliert, was halt nicht linear weiterläuft, sondern wie Leben ist, in Wellen. Und wo siehst du da wieder das Gemeinsame, jetzt mal deine 86 Jahre zurückgeblickt? Wo kommt man in dieser Welle, wenn sie mal wieder nach unten geht und wieder Dinge mitnimmt nach oben? Wo kommt man da raus? Ja, mein liebstes Sprichwort ist ein altes afrikanisches Sprichwort, Westafrika. Worte sind schön. Doch Hühner legen Eier. Nicht? Das heißt, mit anderen Worten, die Praxis sozusagen entscheidet und die sollen wir auch ernst nehmen. Nicht? Und natürlich das Dialogprinzip in jeder Hinsicht. Nicht? Ja. Auf jeder Ebene und jeder Stufung, nicht? Wie wir ja schon betont haben. Nicht? Und ich denke, dass man da offen, flexibel und dialogbereit in jeder Hinsicht immer sein muss und bleiben muss und das eben auch insbesondere jungen Leuten nahebringen sollte. Nun nicht von oben dozieren, sondern eben in Diskurs. In Diskurs, im praktischen Umgehen miteinander, in Ferienlagern und in irgendwie jedenfalls in einer Umgebung, die Lust auf Weitermachen und begeisterungsfördernd ist. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Und ich glaube, darauf kommt es an, diese Freiräume, diese Lernräume zu erschaffen, damit es an der Stelle definitiv wieder in dem nächsten Schwung schöner wird. Ja, danke dir. Okay.